Hi Leute, ich habe wieder Post bekommen. Da sind schöne Dinge drin. Von wem das ist und was drin ist, das sage ich euch nach dem Intro. Bis gleich. So, vorsichtig Knister. Ich habe wieder Post von New Craft Day bekommen. Wie ihr wisst, ist das eine Kooperation, die ich angenommen habe, um für ein bisschen Vielfalt und ein bisschen kreative Spannung auf meinem Kanal zu sorgen. Das hat ja viele Vorteile. Zum Ersten verschafft es uns ein Video, das wir uns anschauen können, oder in dem Fall ihr. Mir verschafft es ein bisschen Content für euch und ich habe kleine Basteleien für zwischendurch, für Verlosungen oder zum Verschenken. Schauen wir mal rein. Ich stelle euch diesen Shop gerne vor, denn wie ich hier oben schon erkenne, wenn das hier drinne auch noch richtig ist, was ich mir ausgesucht habe, dazu kommen wir aber gleich. Wie ich an den Bildern schon erkenne, ja, ist New Craft Day bisher der einzige Shop gewesen, der es geschafft hat, das, was man sich aussucht, das ist nicht meine Erfahrung, sondern die Erfahrung anderer Creator, ist das ein Job, der es schafft, wirklich das zu schicken, was du dir aussuchst. Ja, hier sehe ich das schon dran. Ich werde mal einmal kurz, ohne euch, in diesen Karton lunzen, bevor ich weiter mit der These mache. Und mal schauen. Oh ja, das war's. Ja, das ist richtig. Da gucken wir gleich rein. Das ist ultra schön, aber diese Sachen hier sind nicht weniger schön. Ich habe mir wieder zwei Teilbilder ausgewählt. Die lieben wir. Also ich liebe sie und noch ein paar andere, die ich kenne, lieben sie. Und ich sehe auch im Internet, dass immer mehr sie lieben. Und deswegen musste ich euch auch unbedingt ein Bild vorstellen, das ich an anderer Stelle gesehen habe. Wer sich die Videos von der lieben Rosa 87 Lee Diamond Painting anschaut, hat dieses Bild bestimmt auch schon mal gesehen. Und ich war super verliebt in das Bild und musste es ihr nachmachen und ich sage euch auch warum. Zum Ersten ist das hier ein wunderschöner Blumengarten und der Frühling ist da, Leute. Wir haben 25 Grad. Ich pack mal eben die Steine aus. So, da haben wir nämlich schon zwei Folien. Ich habe nämlich einmal Offcam sozusagen die Steine von ihrer Tüte befreit. Hier haben wir ein kleines Standard-Toolkit. Die lasse ich inzwischen alle so eingepackt. Die kommen mal alle in eine Kiste. Und dann werde ich mal fragen, wer es braucht und die verschenken. Einige Shops brauchen die rosanen Stifte, habe ich mitbekommen. Ja. Und da werde ich dann einfach mal gucken, wer Interesse hat. Vielleicht trenne ich auch Schiffchen von Stiften und gebe beides einzeln ab. Hier haben wir auf jeden Fall die Steine. Und jetzt sage ich euch, warum. Oh, die werfen hier meine Steine, diese hier vorne. Die Irisierenden, die werfen einen richtig schönen Sonnenfängereffekt bei meine Schräge. Wir haben nämlich alle Strasssteine, hier ein wunderschönes Grün und nochmal dasselbe Grün. Dann so einen Braunton. Dann haben wir goldene Tropfen, die dann hier unten in den Bereich zu den Blumen gehören. Dann haben wir diese irisierenden Tropfen. Dann haben wir kleine blaue Tropfen. Und dann haben wir vier fette Tüten mit diesen Rosensondersteinchen. Die kannte ich schon von einem Diamond Painting Notizbuch, was ich mal gelegt habe. Und genau deswegen wollte ich sie aber nochmal haben, weil da waren vielleicht zwei, drei solcher Rosen bei. Und hier habe ich jetzt vier Beutel. Die kommen auf das Bild hier komplett um die Girlande drumherum. Und auch hier unten lang. Das ist ein kompletter Rosenbogen. Fun Fact: In meinem Garten steht so ein Bogen und daneben dran und teils auch auf der Hälfte hoch. Auf der Seite wächst Rhododendron, auf der Seite die Rosen, wachsen pfirsichfarbene Rosen bei mir. Der Bogen wird leider dieses Jahr fliegen, weil wir einen neuen Zaun bekommen. Die Rosen, die bleiben aber, die werden dann am Gartenhaus hochgebunden. Und ich sag's euch, ich habe tausende, wirklich unübertrieben, tausende von Rosenblüten jedes Jahr in meinem Garten, denn die Rosen sind circa 25 Jahre alt. Die haben so einen Stamm unten in der Erde. Und die Hausbesitzerin, die hier vorher drin gelebt hat, eine Freundin meiner Mama, die leider nicht mehr ist, die hat die gepflanzt damals. Und ihr zuliebe werden diese Rosen nur runtergeschnitten. Ich werde die niemals aus meinem Garten entfernen. Es sind neonpinke Rosen, wirklich knallpinke. Da kommen leider nur zwei, drei Blüten dran.
die ist noch nicht so groß. Es sind knallrote Rosen, es sind weiße Rosen, weiße Wildrosen und pfirsichfarbene Rosen und orangene Rosen. Also wirklich so ein knalliges Orange, wo auch noch nicht so viele Blüten kommen. Aber von den weißen, von den Wildrosen, den pfirsichfarbenen und den roten Rosen, da hat wirklich ein Strang, der rauskommt, Minimum 8 Blüten und es ist einfach ein Traum. Jedenfalls hat dieses Bild, um auf die Rosen des Bildes zurückzukommen, nur 6 verschiedene Steine, aber davon ganz viele. Denn alles hier, das hier, diese kleinen Blüten hier unten, diese gelben Blüten hier und die Rosen, die werden komplett aus Sondersteinen gelegt. Och, und es glitzert und funkelt hier wie verrückt, wenn die Sonne drauf scheint. Wir haben halt schönes Wetter heute, ne? Ja, und dann haben wir halt noch diese braunen Steine, das ist komplett dieser Rosenbogen. Und dann haben wir die grünen Steine, das sind alle Blätter, die zu den Büschen gehören. Das Bild, wie Rosalie immer so schön sagen würde, landet direkt unterm Teppich. Nein, es landet bei mir nicht im Teppich, sondern wird direkt in der Mappe gerade gelegt. Und das wird trotz meiner Projekte, die ich habe, in naher Zukunft gelegt. Ich liebe, liebe, liebe es und ich bin so happy, dass New Craft Day mich nach einer Kooperation gefragt hat und ich die Möglichkeit hatte, mir das Bild auszusuchen und es auch bekommen habe, obwohl es schon jemand ausgepackt hat. Also nochmal vielen lieben Dank an New Craft Day dafür. Ja, so eine Freude an solchen Bildern ist halt der Grund, warum ich mich entschlossen habe, so eine Kooperation mal anzunehmen, ne? Einfach um sowas euch zeigen zu können. Und dann habe ich noch etwas für den Sommer ausgesucht. Mindestens genauso schön, ich sag's euch. Und zwar ist das ein kleines Teilbild in 30x30. Und wie ihr seht, ist es eine wunderschöne Biene mit richtigen Vintage-Tönen. Wir haben ein Standard-Toolkit wieder. Und wir haben, ich hole die mal gerade off-cam wieder raus. Und wir haben ein kleines Päckchen Steine und die Besonderheit an diesem Bild ist, die mir so gut gefallen hat, es kommen richtig viele dicke goldene Kugeln auf das Bild drauf. Hier, einen ganzen Beutel voll mit diesen goldenen Halbkugeln. Und dann haben wir nochmal diese irisierenden Ellipsen. Dann haben wir rosane Steine, die aber auch eher so wie Glas aussehen. Die haben keinen Schliff drauf. Dann haben wir die geschliffenen großen blauen Tropfen. Dann haben wir kleine goldene Steinchen oder goldene Strasssteinchen. Normale schwarze Steine für den Kontrast. Richtig schöne rosane und blaue. Und dann haben wir eine Riesentüte von diesen goldgelben Strasssteinen noch, die diese dicken Perlen im ganzen Bild irgendwie unterstützen. Also wir haben wirklich viele Strasssteine hier drauf und überall im ganzen Bild sitzen diese dicken goldenen Steine. Wir haben 9 verschiedene Steine und ja, richtig schöne Retro-Blumen. Ich zoome euch hier bei dem Bild auch einmal rein. Dann könnt ihr es euch ein bisschen genauer anschauen, weil man das doch schwer erkennt. Wir haben hier überall Sondersteine in den Blumen, ne? Und ja, wunderschöne Girly-Farben. Das Licht ist auch noch an, ja. Richtig schöne Girly-Farben. Jetzt hattet ihr einmal meine Hand im Bild. Entschuldigung, manchmal denkt man über sowas gar nicht nach. Ja, das ist das zweite, was ich mir ausgesucht habe. Ich kann euch auch noch einmal, wenn wir schon dabei sind, die Bilder genau zu zeigen, dann zoome ich euch auch noch einmal ins andere Bild, damit wir auch da, weil mit der Kamera geht es ja nicht ganz so gut, einmal gucken können, wie es aufgebaut ist. Also hier kommen überall diese goldgelben Tropfen oder Ellipsen rein, hier überall, wo ihr die 6 seht, die Rosen, hier sind auch noch überall diese goldgelben drin. Dann haben wir hier ganz viel Grün und Braun in dem Torbogen, aber alles Strass, ne? Genau wie hier in dem Törchen. Hier noch weiter Rosen, da das Grün zum Kontrast und hier in diesen Pflanzen haben wir überall die kleinen blauen Tropfen drin, die dabei sind. Und hier haben wir überall die kleinen gelben Tropfen, meine ich, bei. Das ist die Zahl 4, die suche ich euch nochmal. Genau, die Zahl 8. Wo ist die? Da gucken wir mal. Ach nee, das sind die falschen Steine. Das waren die Steine von der Biene. So, dann haben wir hier nämlich die Zahl 3.
Das ist alles hier, diese Blüten, ne? Hier oben auch auf dem Bild. Und die Zahl 4, diese kleinen Ellipsen, das sind so diese Changierenden, die ich meine, ne? Die kommen komplett hier unten in den Busch rein. Ach, ich lieb's. Dazu mache ich bestimmt mal eine Review zu meinen Teilbildern. Es wird auch noch ein Video geben, in dem ich euch alle meine Teilbilder zeige, beziehungsweise alle 30x40 und Kleinbilder, wo dann auch alle Teilbilder dabei sind. Und jetzt kommen wir zu dem hier, wo ich mich richtig drüber freue. Ich sag's euch, Girl Power 10.000, wenn ihr das seht. Ich hoffe, oh ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es ist alles da, aber es kommt mir auch schon alles entgegen. Ja, es ist alles drin. Es kam nämlich schon mal vor, das ist nur die Rückseite davon. Da könnte man meinen, was ist das denn? Da kommt halt nichts drauf, ne? Aber wenn ihr es umdreht, dann habt ihr hinten, das ist dann das, was die Leute draußen sehen würden, oder ihr drinnen, je nachdem, wie ihr möchtet. Das ist, ich halte die mal ins Licht, damit ich sie, ja genau. Das ist eine Platte, wo Licht durchkommt. Das ist eine Sonnenfängerplatte. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die Steine nach innen hängen wollt und das Bild nach draußen oder ob ihr die Steine nach draußen hängt und für euch im Haus am Fenster noch das Bild habt. Das hat, ich gucke mal gerade, ja, gute 25 cm Durchmesser, diese Scheibe. Hier kommen wunderschöne Steine und Sondersteine drauf. Mit dabei ist ein Standard-Toolkit, aber ich hole die Kette raus, damit ich das Standard-Toolkit so wieder wegpacken kann. Aber auch eine super stabile Kette mit so Haken. Die macht ihr dann hier oben dran. So, dann könnt ihr das Ganze so aufhängen ans Fenster. Ich liebe es. Es ist so schön, Leute. Guckt euch das an. Es ist so ein tolles Bild. Und dann habt ihr auch noch, und die Steine gucken wir uns jetzt auch an. Ich entferne mich mal ein bisschen von der Kamera. Ihr könnt euch das schöne Bild in der Zeit angucken. Ich zoome euch auch rein. So könnt ihr euch nämlich auch angucken, wo welche Steine hinkommen. Und ich packe euch in der Zeit einmal die Steine raus. So. Die Tüten entsorge ich dann nämlich gleich, weil hier stehen ja auch noch die Nummern drauf. Und wir haben einige Farben. Wir haben ein Pink. Ein helles, ich zoome noch ein bisschen raus. Ein helles Rosa, ein Grünton, noch ein Grünton, aber es sind wohl zwei verschiedene. Noch ein Grünton, der etwas dunkler ist, also so eine Grüntonabstufung. Ein hellblau, ein Gelbton und noch einen helleren Gelbton. Den finde ich ultra schön, den Ton. Wir haben dicke grüne Steine, dicke lilane Steine. Dicke rosane Steine, kleine goldene Halbkugeln, kleine gelbe Ellipsen und diese glatten, dicken rosanen Tropfen haben wir und die geschliffenen großen rosanen Tropfen, die dann hier bei der 15, also wir haben 15 verschiedene Steine. Das hier sind alles rosa Steine und dann haben wir hier um die Blüte drumherum die 1, ein dunkles Rosa, hier das. Und ja, man paintet halt so die Nähte der Seerosenblätter und dann hier drumrum die 9 und die 11. Da haben wir einen grünen und einen rosanen Stein immer im Wechsel. Und dann haben wir, wo kommt denn die 12 hin? Da gucke ich mal gerade, wo wir die 12 hin basteln müssen, diese goldenen. Hier, mitten in die Blume rein. Da kommt die 12 rein, der goldene Akzent. Ich glaube, da werden wir noch so ein paar von den Steinchen übrig behalten. Ja, das ist auf jeden Fall der Sonnenfänger, so nennt sich das, was ich mir gekauft habe. Ich darf und ich werde euch alle drei Produkte, die ich mir ausgesucht habe, unter dem Video verlinken. Und auch einen Shop-Link. Ich habe einen Gutscheincode, den ich euch oben ins Video reinschreiben werde. Der müsste wie überall, weil ich das immer so fordere von denen, die mit mir zusammenarbeiten. Das ist übrigens auch die Firma DIY Diamond Painting. Ich habe
überall denselben Gutscheincode, den lasse ich mir von den Firmen, wo ich eine Kooperation mit habe, generieren. Das ist immer der Gutscheincode NATZ10. Mit dem könnt ihr 10% auf die Produkte oder auf euren gesamten Einkauf sparen. Ich habe die Produktlinks natürlich dadurch, dass ich sie denen auch geschickt habe, sogar parat. Ich verlinke euch das gleich direkt mit unter das Video zu eurer zeitlichen Einordnung, wie wir es immer machen. Heute ist Dienstag. Morgen am Feiertag kommt dieses Video online. Es ist wieder eine New Craft Day Sondersendung. Extra für euch. Und sofern die mir Produkte anbieten, behalte ich diese Kooperation bei, weil ich bin super zufrieden damit und ich finde, dass man auch eine budgetfreundliche Variante von Dingen, schönen Dingen zeigen sollte. Denn ich bin der Meinung, jeder kann das Hobby machen und ich würde nie jemandem sagen, ja, wenn du es dir nicht leisten kannst, dann mach es nicht. Denn es gibt immer einen Weg, ne? Wie man das machen kann, wo andere Spaß dran haben. Und ich gebe zu, ich habe ultra Spaß an den kleinen Dingern und an den Teilbildern. Man hat ein schnelles Erfolgserlebnis, man wird schnell fertig. Und ja, ich habe mich wochenlang dagegen gesträubt, diese Kooperation anzunehmen. Ich wurde natürlich schon direkt am Anfang meines YouTubes-Werdegangs von diesen Firmen angeschrieben und habe es dann 6 Wochen lang, würde ich sagen, nicht angenommen. Und bin aber froh, dass ich im Fall von New Craft Day die Kooperation angenommen habe, denn ich bin mega happy mit den Produkten. Und ja, wenn ihr Spaß daran habt, dass ich es euch zeige, dann werde ich das definitiv mit dieser Firma beibehalten, solange sie mich unterstützen möchten. Unterstütze ich sie, sagen wir es mal so. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie euch die Produkte gefallen haben und ob ihr euch davon was sichern würdet. Zum Beispiel die schöne Biene für den Sommer oder den Rosengarten für den Frühling. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt bald eins von den Sachen machen, denn ich möchte meiner Mama zum Muttertag auch was Gutes tun und ihr ein Bild einrahmen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Diamond Painting Projekten. Ciao!